Wie wird sich die Schwäche des kanadischen Exports auf die Konsumenten auswirken? Die momentanen Aussichten sehen nicht so gut aus. Adam Button, Forex Live. Die jährliche Inflation Kanadas ist auf 2% geklettert. Wie sieht Ihre kurzfristige Prognose für das CAD-US-Dollar-Paar aus? Die kanadische Zentralbank wird sich über solch eine Inflation sicher sehr freuen. Die heute veröffentlichten Einzelhandelsumsätze sehen aber nicht so gut aus. Nun fragen sich alle, wie sich die Konsumenten im Hintergrund eines abschwächenden Exportsektors fühlen werden. Die momentanen Aussichten sehen gar nicht so gut aus. Im Hintergrund dieser Fakten und meiner Annahme, dass die Rohstoffpreise noch mehr sinken werden, müsste auch der CAD weiter abschwächen. Innerhalb eines Monates müsste das Paar bis auf 1,42 klettern. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat die wirtschaftlichen Zuwachsaussichten Kanadas für dieses und für das kommende Jahr gesenkt. Einige Experten rechnen sogar mit einem negativen Zins. Wie wird sich das Paar innerhalb der kommenden 3 Monate verhalten? Der Abstieg des CAD hängt direkt mit dem Abstieg der Rohstoffpreise zusammen. Und aus diesem Grund müsste diese Währung in der Zukunft weiter sinken. Die aktuelle Inflation spiegelt den geringen Wert des CAD und die geringen Rohstoffpreise wider. Diese Faktoren sind aber zeitlich begrenzt. Ernster ist das Problem einer sinkenden Nachfrage. Innerhalb der kommenden 3 Monate müsste sich das Paar 1,46 nähern. Welche Faktoren werden das CAD-US-Dollar-Paar langfristig beeinflussen? Wichtig wird das Befinden der Konsumenten sein, die Lage des Immobilienmarktes und ob und wie stark der negative Rohstoffpreistrend die allgemeine Wirtschaft beeinflussen wird. Die Rohstoffpreise werden noch mehr abschwächen, was dem CAD gar nicht gefallen wird. Innerhalb der kommenden 8 bis 10 Monate könnten die Rohstoffpreise ihren Boden erreichen. Innerhalb eines Jahres müsste das Paar demnach zwischen 1,48 und 1,50 liegen. Der Trend wird definitiv aufwärtig sein. Adam, ich bedanke mich für Ihren Beitrag, liebe Zuschauer. Das war es für heute. Bleiben Sie dran. Alles Gute und bis bald.